Hallo, meine Lieben. Heute zeige ich euch, wie der Erfolg bis zum Letzten funktioniert. Auch der ist eigentlich wieder super einfach. Für diesen Erfolg braucht ihr einen verbotenen Flunder. Dieses Item droppt beim neuen Raid beim Boss Magmorax. Ihr könnt es aber auch im Auktionshaus kaufen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Zeige euch, wie ich den Erfolg gemacht habe, solo als Heildruide. Ich werde euch aber kurz noch ein paar Tipps geben, die ich im Internet gelesen habe, wie man das sonst auch machen könnte, wenn man zum Beispiel keinen Heiler hat oder sonst irgendwie sich am Leben erhalten kann. Wenn ihr aber kein Heiler seid, könnt ihr entweder das mit einem Heiler zusammen machen. Wenn dieser Heiler es nicht schafft, euch hochzuheilen, habe ich gelesen, könnt ihr selbst auch einfach euer Gear ausziehen. Das sollte funktionieren, dann wäre es einfacher. Wenn ihr jetzt gar keinen Heiler habt und auch nicht die Möglichkeit habt, euch irgendwie am Leben zu erhalten, könnt ihr auch ins Battleground gehen. Und ganz am Anfang, bevor die Schlacht beginnt, könnt ihr nicht sterben. Und das sollte funktionieren. Ich habe es nicht getestet. Ich habe es nur gelesen, dass es funktionieren sollte. Ihr könnt mir gerne berichten, wenn ihr das so gemacht habt, ob das geklappt hat oder nicht. Ich habe einfach gedacht, ich gebe euch mal diesen Tipp noch mit, falls gar nichts bei euch funktioniert, dass ihr das dann trotzdem mal noch ausprobiert, um den Erfolg zu bekommen. Einfach kurz, damit ihr es gesehen habt, hier kaufe ich dieses Item im Auktionshaus. Ich weiß nicht, wie teuer es bei euch ist. Ihr seht, bei mir ist es super günstig. Genau, einfach, dass ihr seht, das ist tatsächlich möglich. Also ich habe mir so ziemlich jeden Hot gegeben. Ich habe mir hier die Heilfläche gesetzt. Dann habe ich mir ein Fingium gegeben. Ich habe mir den Schwarm gegeben. Ich habe mir Nachwachsen gegeben. Blühendes Leben habe ich mir gegeben. Und ich habe mir die Baumrinde gegeben. Ich dachte, dass ich mir die Eisenborke auch gegeben habe, habe ich aber nicht. Sonst wäre es vielleicht sogar ein bisschen besser gelaufen, aber ich bin ja nicht gestorben. Ihr seht, es macht super viel Schaden. So, und das war es eigentlich auch schon. Sobald ihr ihn gegessen habt, seht ihr gleich, erhaltet ihr den Erfolg. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Also ihr seht, es ist wieder mal eigentlich gar nicht so schwer und man kann es doch auch irgendwie schaffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Erfolg. Gebt mir Bescheid, ob es bei euch mit dem Battleground funktioniert hat oder nicht. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.